bedanke mich auch für den Titel, für das Thema und vor allem für die Nutzung des Begriffes Fortschritts. Ich glaube, Friedrich Naumann als Mitglied einer Fortschrittspartei hätte das sehr gut gefallen. Und es gibt immer wieder Diskussionen auch über die Geschichte auch der liberalen Parteien. Und die Fortschrittspartei in den Ländern, aber auch auf nationaler Ebene, muss man wohl damals sagen, war durchaus bedeutend und man darf sie nicht vergessen. Es ist fast schon schade, dass sie so in den Hintergrund rückt, denn eigentlich sind wir durch die Vorgängerorganisationen, durch die Fortschrittsparteien älter als 150 Jahre. Darauf kann man ja gelegentlich auch mal hinweisen, gerade in dem Jahr, in dem andere ihr 150-jähriges Geburtstag feiern. Vor allem bin ich dankbar für den Titel der heutigen Veranstaltung. Ich meine, um die gleich zu beantworten, Wohlstand, Wachstum in Deutschland ist klar, hat die soziale Marktwirtschaft ausgedient? Da kann ich mal sagen, was erwarten Sie von einem liberalen Bundesminister für Wirtschaft und Technologie? Die Frage kann man nur beantworten, natürlich hat sie nicht ausgedient. Im Gegenteil, die soziale Marktwirtschaft mit ihren wesentlichen Grundprinzipien, so wie sie unsere Vorväter, so wie sie Ludwig Erhard formuliert hat, wird natürlich gerade jetzt in dieser Zeit gebraucht. Und ich will Ihnen dazu gleich ein paar Beispiele nennen, doch zunächst einmal muss man sich die Frage stellen, wieso sind wir eigentlich überhaupt so weit gekommen, dass man sich diese Frage stellt und diese Antwort nicht so selbstverständlich innerhalb der Bevölkerung gegeben wird. Im Gegenteil, es gibt viele Umfragen, die finden zwar die soziale Marktwirtschaft ganz gut, würden aber auf die Frage, ob sie eher zu Gerechtigkeit geführt hat oder nicht, eher verneinen. 77% der Meinung sind, dass sie eher die Schere zwischen Arm und Reich vergrößert hat, anstatt sie zu verkleinern. Und das, obwohl wir uns seit mehr als 60 Jahren auf die soziale Marktwirtschaft als unser leitendes Wirtschaftsprinzip, ich komme gleich noch dazu, vielleicht sogar Gesellschaftsprinzip, immer wieder berufen, das immer wieder deutlich machen und die Zahlen, die Erfahrungen, die die Menschen in Deutschland machen, doch eigentlich für die soziale Marktwirtschaft sprechen. Dr. Zumfurt hat sie angesprochen. Noch nie ging es den Deutschen so gut wie heute. Schauen Sie sich die Arbeitsmarktdaten an. Die niedrigste Arbeitslosigkeit seit der Wiedervereinigung. Schöne Räumlichkeiten, die Sie im Übrigen auch genau für diese Veranstaltung gewählt haben. Die höchste Beschäftigungszahl in der Geschichte unseres Landes. Wachstum, jetzt überschaubares für 2013, aber durchaus erträgliches, auch gerade in einem europaweiten Vergleich. Und all das haben wir aus meiner Sicht tiefen Überzeugungen heraus der sozialen Marktwirtschaft und ihren Grundprinzipien zu verdanken. Und deswegen nur ein paar Beispiele, an denen man in der Tagespolitik deutlich machen kann, wie sehr gerade heute, gerade jetzt, die soziale Marktwirtschaft in Deutschland für Wachstum und Wohlstand gebraucht wird. Und Ludwig Erhard und all die, sie hat das gesagt, Träger des Neoliberalismus, hatten ja Grundprinzipien auch festgelegt, die zur sozialen Marktwirtschaft dazugehören. Als erstes, als wichtigstes vielleicht das Thema ein funktionierendes Preissystem. Das zweite, stabiles Geld. Die Bedeutung als drittes von privatem Eigentum. Das Zusammenhalten von Handeln und Haftung. Die Frage von offenen Märkten, die Vertragsfreiheit und damals hat man es genannt Konstanz. Ich würde heute mal wagen, den Begriff Verlässlichkeit zu nehmen. Aber das sind die sieben Grundprinzipien, die die soziale Marktwirtschaft ausmachen und die aus meiner tiefen Überzeugung heraus heute noch genauso aktuell sind wie damals zur Entstehungsgeschichte nicht nur der Idee der sozialen Marktwirtschaft, sondern letztlich auch der Bundesrepublik Deutschland, eigentlich des erfolgreichsten der deutschen Staates. Und ein paar konkrete Beispiele, woran man belegen kann, dass all die Dinge genauso gebraucht werden wie damals. Aktuelle Diskussionen über Europa, da kann man sehr schön sehen, wie all diese Prinzipien eigentlich besonders jetzt gerade notwendig wären. Ich kann Ihnen nicht das Thema Energiepolitik ersparen. Herr Kemmerich würde mich steinigen als Vorsitzender des liberalen Mittelstandes, wenn wir nicht etwas auch über Belastung des unternehmerischen Mittelstandes in Deutschland sagen müssen und dann vielleicht auch den Hinweis, dass soziale Marktwirtschaft weit mehr ist als nur ein reines Wirtschaftssystem oder eine Idee einer Wirtschaftsordnung. Wenn Sie sich Europa ansehen, die gesamte Diskussion, die wir haben, haben wir aus meiner tiefen Überzeugung heraus, weil wir eben nicht mehr das erste Grundprinzip achten, nämlich ein funktionierendes Preissystem. Wir alle wissen, bei der Eurozone sind unterschiedliche Staaten zusammengekommen mit unterschiedlicher wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit. Und anstatt, dass man die gemeinsame Währung, die gemeinsame auch gute Zeit nutzt, um zu einem Angleichen der unterschiedlichen Wettbewerbsfähigkeiten zu kommen, indem die Schwächeren versuchen, stärker zu werden,
Hat man die Zeit genutzt, gerade in einzelnen Staaten in Südosteuropa, um flächendeckend in großem Umfang sich tief zu verschulden? Und heute stehen wir dann vor der Herausforderung, dass wir auf der einen Seite die Schulden begrenzen müssen, durch Schuldenbremsen im wahrsten Sinne des Wortes, und versuchen müssen, durch Strukturreformen in all den tagespolitischen Fragen auf dem Arbeitsmarkt, in den sozialen Sicherungssystemen, bei der Privatisierung, bei der Verwaltung, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, um aus den Schulden herauszukommen. Der absolut falsche Weg wäre es jetzt, aus meiner Überzeugung heraus, gegen das Grundprinzip, nämlich ein funktionierendes Preissystem, zu verstoßen. Und das erleben Sie gerade in der Diskussion für oder gegen Eurobonds. Die Befürworter sagen, wir müssen die europäische Last aufteilen. Wenn wir Eurobonds einführen, dann wird die Last gemeinsam getragen, dann werden die Probleme in den Staaten weniger, sie haben es leichter, Anleihen aufzunehmen, der Druck auf die Staaten wird geringer. Das stimmt insoweit, dass der Druck auf die Staaten geringer wird. Und zwar der notwendige Reformdruck. Die unterschiedlichen Zinssätze, die unterschiedlichen Spreads, die die einzelnen Staaten zu bezahlen haben, ist der Teil, den wir so dringend brauchen als funktionierendes Preissignal, der letztlich eine Bewertung darstellt der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, der Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Staaten. Und wenn wir feststellen, dass sie eben anders bewertet werden bei den Zinssätzen, dann haben wir doch den Eindruck und die Gewissheit, dass die Wettbewerbsfähigkeit in einzelnen Staaten noch nicht so gegeben ist, wie sie eigentlich sein müsste. Anstatt das zu nivellieren, indem ich jetzt flächendeckend zu Eurobonds komme und damit den Druck von den Staaten nehme, die notwendigen Reformen umzusetzen, muss ich im Gegenteil die unterschiedlichen Zinssätze so weit aufrechterhalten, dass der Druck vorhanden ist, die notwendigen Reformen umzusetzen. Denn Politik ist, wie Politik ist. Da sind alle Politiker gleich. Fast alle. Hier sind die Guten. Sobald der Druck weg ist, von außen, nimmt auch die Bereitschaft ab zu den notwendigen Strukturreformen. Ich will Ihnen ein konkretes Beispiel nennen von einem Politiker, der jetzt zum Glück nicht mehr an der Macht ist. Herr Berlusconi in Italien, Sommer 2011. Da gab es eine große Diskussion über ein Sparpaket in Italien. 44 Milliarden Euro hat man sich vorgenommen. In der Regierung. Und was war das Ergebnis? Das Ergebnis war, dass man gesagt hat, oh Mensch, die italienischen Spreads, die Zinsen sind so hoch, wir müssen etwas tun. Die EZB hat womöglich angefangen, Anleihen zu kaufen. Die Zinsen sind gesunken. Und es ist genau das passiert, was wir immer befürchtet haben. Das funktionierende Preissignal wurde politisch weggenommen, oder es wurde weggenommen auch vielleicht durch die Anleihenankäufe der EZB, wiederum mit dem Ergebnis, dass der Druck sofort nachgelassen hat auf Herrn Berlusconi. Der hat das sofort gespürt, dass der Druck weniger wird und hat sofort reagiert. Wie Politiker reagieren, er hat dann gesagt, wenn der Druck nicht mehr so hoch ist, dann muss ich auch nicht mehr so viel sparen. Und er hat dann, um seine Koalition zu retten, gesagt, wir sparen nicht 44 Milliarden Euro, sondern wir sparen nur 40 Milliarden Euro, 2 Milliarden Euro für dein Klientel, 2 Milliarden Euro für mein Klientel. Da sieht man, welche Gefahr eigentlich entsteht, wenn man ein funktionierendes Preissignal kaputt macht. Und ich erlaube mir zumindest den Hinweis, dass es nur auf Druck der anderen europäischen Partner gelungen ist, ihn wieder auf den Vater, also bei ihm und Vater Tugend zu sprechen, Sie wissen, was ich meine, also zumindest wieder zu dem Sparkurs zurückzubringen, was er in Teilen ja umgesetzt hat, aber es zeigt, welche Bedeutung eben dieses funktionierende Preissignal gehabt hat, nicht nur für die Finanzmärkte, sondern eben auch für die Politik in dem System. Und es wäre deswegen fatal, wenn man dann zu Eurobonds käme, europaweit, wenn wir alle die gleichen Zinssätze hätten, die wir im Übrigen dann alle zu schultern hätten, mehr oder weniger. Das können wir alle gemeinsam nicht wollen. Und deswegen zeigt sich hier, wie sehr die Grundprinzipien der sozialen Marktwirtschaft, aber damit auch die soziale Marktwirtschaft insgesamt gebraucht wird, an diesem ganz einfachen, konkreten, sehr tagespolitischen Beispiel. Das Zweite ist, fast schon mein alltägliches, mein Leib- und Magenthema, die Energiepolitik. Wo man eigentlich sehr schön sehen kann, was passiert, wenn Sie nicht auf die soziale Marktwirtschaft setzen, sondern das Gegenteil von dem haben, passend hier zu diesem Haus, zu seiner Historie, nämlich nicht die soziale Marktwirtschaft, sondern Planwirtschaft 1:1. Und das ist momentan im Bereich der Energiepolitik unser Gesetz zur Förderung der erneuerbaren Energien. Es ist schlichtweg ein planwirtschaftliches Gesetz. Und das, obwohl wir eigentlich Erfahrung haben müssten, wie so Planwirtschaften funktionieren, sie funktionieren eben nicht, wie wir ja hier dann sehen können am Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus. Und trotzdem erlauben wir uns in diesem Bereich nach wie vor noch ein planwirtschaftliches System zur Förderung der erneuerbaren Energien. Und dass es planwirtschaftlich ist, erkennen Sie daran, dass eben im Bereich der erneuerbaren Energien nicht das Spiel von Angebot und Nachfrage den Preis festlegt, also die Älteren von Ihnen werden sich erinnern, das war früher der Markt, sondern der Gesetzgeber des Deutschen Bundestages, also die gleich hier noch zur Podiumsdiskussion dazustoßenden Abgeordneten
Herr Bernschneider und Herr Dr. Ott, das sind diejenigen, die für jede einzelne Erzeugungsart auf den Cent genau den Preis festlegen per Gesetz im Deutschen Bundestag. Also nicht mehr der Markt legt den Preis fest, sondern der Gesetzgeber. Was ist das anderes als Planwirtschaft? Wenn nicht mehr der Markt, sondern der Staat den Preis bestimmt. Und dann haben Sie auch all die Nachteile, die so Planwirtschaften mit sich bringen. Ineffizienzen, eines der großen Probleme des real existierenden Sozialismus gewesen. Und die finden Sie auch ganz konkret bei der Förderung der erneuerbaren Energien. Sie können sich zu Hause in Ihren Vorgarten ein Windrad hinstellen und selbst wenn Sie gar keinen Netzanschluss haben, kriegen Sie trotzdem für die nächsten 20 Jahre bis zu 95% der gesetzlich festgelegten Vergütung. Großartiges Geschäftsmodell. Das wäre so, als würde sich Herr Kemmerich, Friseur, sich einfach nur die Schere in sein Studio reinlegen und egal, ob Kunden kommen oder nicht, egal, ob er Haare schneidet oder nicht, er kriegt für die nächsten 20 Jahre einen fest zugesagten Tarif. Ist doch großartig, oder? Tolles Geschäftsmodell. Sehr leichtes Nicken bei Herrn Kemmerich, Ihr Vorsitzender des liberalen Mittelstandes. Oh, oh, oh. Es hat nur zwei Nachteile, dieses System. Erstens, es ist eben zu Ihren Lasten. Sie müssen ihm alles bezahlen oder jetzt aktuell die Energiepreise mit steigenden Umlagen für die erneuerbaren Energien. Und es ist eben kein System passend zur sozialen Marktwirtschaft. Und Sie brauchen, um die Energiewende zu bewältigen, Akzeptanz, das heißt Bezahlbarkeit von Energie. Für Bezahlbarkeit von Energie dürfen Sie sich kein planwirtschaftliches System leisten. Das ist ineffizient und es ist teuer. Und wer muss es bezahlen, wenn es teuer wird? Genau, nämlich Sie. Und auch das zeigt sehr konkret, sehr tagespolitisch, wie fatal eigentlich es ist, wenn man von den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft abweicht, keinen Wettbewerb mehr zulässt und anstatt dessen auf Planwirtschaft setzt. Es gibt dazu Alternativmodelle, dass man sagt, wenigstens die erneuerbaren Energien untereinander müssen in den Wettbewerb zueinander treten, indem man nur vorgibt, bestimmte Anteile an erneuerbaren Energien müssen die Energieversorger liefern. Aber wo sie die herbekommen, ob ein Onshore, Offshore, Biomasse, Photovoltaik, das bleibt dann dem Markt überlassen und die Erzeugungsarten müssen untereinander dann in einen Wettbewerb natürlich nach einer Übergangsphase dann miteinander treten. Das zeigt also, dass man durchaus auch andere Wege gehen kann zur Förderung der erneuerbaren Energien und dass es zwingend notwendig ist in der heutigen Zeit, und die Frage ist schon alleine an diesen beiden Beispielen fast schon beantwortet, dass wir natürlich die soziale Marktwirtschaft heute mehr brauchen denn je. Aber ein kleines weiteres Beispiel sei mir noch gestattet aus aktuellem Anlass. Nehmen wir nun mal die Akte wesentlich in Berlin. Diskussion über eine Mietpreisbremse. Also es gibt ja viele, die halten ja angeblich die soziale Marktwirtschaft hoch. Und wir sehen auch, dass es gerade hier in Berlin in Ballungszentren durchaus auch sehr hohe oder steigende Mieten gibt. In Relation zu Berlin. Ich will nur fairerweise darauf hinweisen, so in einem europaweiten Vergleich aller Hauptstädte ist Berlin sogar noch vergleichsweise moderat. Aber da will ich gar nicht darauf hinaus, sondern es wäre jetzt fatal, in dieser Situation zu sagen, oh, die Mieten, die steigen. Und wir versuchen, die Mieten per Gesetz zu deckeln. Wir erinnern uns, funktionierendes Preissystem wird ausgehebelt hier durch den Gesetzgeber, also Planwirtschaft und Aushebelung des ersten Grundprinzips. Und eigentlich muss doch jedem klar sein, dass die Mietpreise deswegen steigen, weil es zu wenig Angebot gibt an günstigen Wohnraum in Bezug auf die Nachfrage. Also auch hier wieder Angebot und Nachfrage. Da wäre es doch eigentlich, nur mal geträumt, mal eine Sekunde nachgedacht, viel klüger, anstatt die Mietpreise zu deckeln, dafür zu sorgen, dass mehr Angebot entsteht, auf Deutsch mehr Wohnungen gebaut werden, also mehr in Wohnraum investiert wird. Und das führt dazu, dass Politik eigentlich den Auftrag hat, nicht den Mietpreis zu deckeln. Das schafft keine einzige zusätzliche Wohnung, sondern eigentlich einen investitionsfreundlichen Rahmen zu schaffen, damit Investoren das Gefühl haben, ja, es lohnt sich auch in Wohnraum zu investieren, weil ich am Ende die Chance habe, das, was ich investiert habe, auch wieder zurückzubekommen, auch mit einem zusätzlichen Gewinn. Das können Sie schon ausschließen, wenn Sie einen Mietpreis politisch festlegen wollen. Auch hier zeigt sich wieder in der aktuellen Diskussion, wie sehr die soziale Marktwirtschaft und die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft notwendig sind und auch in welchen Parteien gerade diese Prinzipien besonders notwendig wären. Und das Dritte ist die Frage der Erhöhung. Sie hatten es angesprochen. Mittelstand, Steuernabgaben. Wir haben jetzt einen Wettstreit von Roten und Grünen und Linken über Steuererhöhungen. Also die Frage, wie kann man insbesondere in der Mitte der Gesellschaft
viel Geld einkassieren in Form von Steuern und Abgaben. Höherer Spitzensteuersatz, Streichung von Ehegattensplitting, Pendlerpauschale, doppelte Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer. Also im Prinzip das Ziel, aus der Mitte der Gesellschaft möglichst viel Geld zu nehmen, um es dann noch nicht mal in die Haushaltskonsolidierung zu stecken, im Sinne von Solidität und Stabilität, sondern einfach auszugeben für neue Ausgabenprogramme, die jeweils die unterschiedlichen Parteien festlegen. Auch das ist gegen die Grundprinzipien der sozialen Marktwirtschaft, weil es keinen Sinn macht, denjenigen, die Leistung erbringen, Sie hatten es angesprochen, das, was sie sich gerade eben erwirtschaftet haben, sofort wieder in Form von Steuern und Abgaben wegzunehmen, um es dann in mehr oder weniger guten Systemen umzuverteilen. Dieses Prinzip hat noch nie funktioniert. Glauben Sie keinem, der Ihnen sagt, wir müssen nur die Steuern erhöhen und dann kriegen wir schon die Schuldenlast im Griff. Wir haben historisch die höchsten Steuereinnahmen in der Geschichte unseres Landes. Und trotzdem machen wir noch ein paar Milliarden Euro Schulden. Ich will mal dazu sagen, diese Regierungskoalition bemüht sich wenigstens umzusteuern, zu sagen, wir wollen jetzt einen strukturellen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Das ist heute auch dann mit der Debatte und Regierungserklärung passiert. Im Jahre 2015 keine neuen Schulden machen. Das wäre das erste Mal seit mehr als 50 Jahren. Um dann anzufangen, all den Schuldenberg, die Schuldenlast, die wir haben, auch gemeinsam abzubauen. Aber wichtiger doch als diese tagespolitische Frage, könnte man sagen, kann sich ja freuen, die FDP ist ein gutes Argument, dann nicht die zu wählen, sondern die Guten, ist die Idee, die dahinter steht. Die ist viel gefährlicher. Es ist nämlich die Idee, die weit über die reine Frage soziale Marktwirtschaft hinausgeht. Es ist eine Idee, die die Freiheit des Einzelnen bis ins Mark trifft und erschüttert. Es ist die Überzeugung, dass der Staat am besten ist, Probleme zu lösen. Häuser zu bauen, Mietpreis festzulegen. Erneuerbare Energien zu fördern, den Preis auch per Gesetz noch festzuschreiben. Das ist die Denke, die dahinter steht. Und wissen Sie, wohin eine solche Denke führt? Genau dahin, wo wir alle nicht hinwollen. Wenn Sie nämlich glauben, der Staat wäre in der Lage, die Probleme besser zu lösen als Sie selber, dann macht der Staat genau das, was er besonders gut kann. Gesetze. Das können die Abgeordneten prima, auch die im Landtag. Und wenn man Gesetze hat, da gibt sich ein Minister gar nicht mit zufrieden. Der braucht auch mindestens eine Verordnung und 30, 40 Vorschriften. Und wenn ich Verordnungen und Vorschriften habe, bedeutet das, dass ich hinter jedem von Ihnen, der unternehmerisch handelt, ein paar soll es noch in Deutschland geben, die haben noch nicht aufgegeben, immer einen noch dahinter stelle, um genau das zu kontrollieren, was ich an Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften mir so schön ausgedacht habe. Und dann brauche ich viel Personal. Es gibt noch zum Glück 4 Millionen kleine und mittelständische Unternehmen. Bedeutet, ich brauche einen neuen Personalkörper im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. 4 Millionen Beschäftigte. Auch Arbeitsplätze. Das Problem ist nur, wenn ich die alle brauche, um sie zu kontrollieren, muss ich all die 4 Millionen Menschen bezahlen. Ich selber habe kein Geld. Also hole ich es mir von denen ich glaube, sie haben Geld, also von ihnen in Form von Steuern und Abgaben. Das heißt also, wenn Sie darauf setzen, dass der Staat besser in der Lage wäre, für Sie Probleme zu lösen als Sie selber, darf man sich nicht wundern, dass es Bürokratie gibt in Form von Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften. Dass es einen hohen öffentlichen Personalkörper gibt, einen großen öffentlichen Personalkörper, den Sie auch bezahlen müssen. Und dass es dann Steuern und Abgaben gibt. Und das ist die Auseinandersetzung, die man führen muss. Und dass es auch anders gehen kann, ich finde, das hat Deutschland über die letzten 60 Jahre gezeigt. Mit den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft, die dafür gesorgt haben, dass es so etwas gibt, wie, Sie haben es angesprochen, Leistungsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit. Und dass nicht immer nur davon gesprochen wird, von Umverteilung im Sinne von Verteilungsgerechtigkeit. Und das wird auch die Auseinandersetzung sein, die jetzt demnächst ansteht. Und das ist eine nicht nur ökonomische Frage, wie sieht ein Wirtschaftsmodell aus, sondern es ist eine Frage, wie sieht auch ein Gesellschaftsmodell aus. Vertrauen wir den Menschen? Geben wir ihnen die Freiheit zurück, weil wir davon überzeugt sind, dass sie die notwendige Verantwortung zeigen im allgemeinen Leben, genauso wie im unternehmerischen Handeln? Oder misstrauen wir den Menschen und meinen, sie bevormunden zu müssen, durch staatliche Aufgabenwahrnehmung und hoheitliche Bevormundung. Ich habe mich hier sehr klar entschieden. Und die, die eine Fortschrittspartei mal aufrechterhalten haben, die, die Friedrich Naumann hießen, die haben sich auch entschieden. Die haben sich für den Wert einer freien Gesellschaft entschieden, wo der Staat den Rahmen setzt, zum Beispiel im Wirtschaftsleben, mit den wenigen Grundprinzipien, die heute noch ihre Gültigkeit haben wie damals, die auch noch zu wirtschaftlichen Erfolg genauso wie damals auch führen können. Und ansonsten hält sich der Staat aus den allgemeinen Dingen zurück, muss nicht den Strompreis festlegen, muss nicht den Mietpreis deckeln und muss sich sonst nicht in das Leben einmischen, was sich sonst noch so tun und lassen, geht sie nur selber etwas an und nicht den Staat, jedenfalls nicht mich. Mir ist egal, was Sie vorhaben für dieses Jahr. Auch im Herbst ist mir das fast egal, was Sie vorhaben. Aber dass Sie die Freiheit haben, das zu tun und das zu lassen, was Sie sich vorgenommen haben, das ist schon mit Aufgabe meiner Politik und meiner Geisteshaltung weit über das rein
wirtschafts- und technologiepolitisch hinaus. Und dass Sie sich damit beschäftigen, dass Sie das diskutieren, dass Sie den Wert hier herausarbeiten, dafür möchte ich mich ausdrücklich bei der Stiftung bedanken und bei Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit.